Ja, es ist sicherlich zuallererst die Aufgabe, dass wir uns in breiter Art und Weise natürlich in den Themenfeldern einbringen müssen, die einfach vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes als besonders dringliche Themen identifiziert worden sind. Und insbesondere dann, wenn es sich um Themenfelder handelt, die vielleicht von der Zivilgesellschaft noch gar nicht so ausgiebig bearbeitet werden, dass dann für uns erst recht die Notwendigkeit besteht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich finde, unsere Tätigkeit immer, hat immer so ein bisschen etwas mit einer Art Übersetzungstätigkeit zu tun. Das meine ich gar nicht im sprachlichen Sinne, sondern so ein wenig im juristisch kontextuellen Sinne, dass wir uns anschauen, was sind die Vorgaben auf internationaler Ebene in kinderrechtlicher Hinsicht und wie können diese internationalen kinderrechtlichen Vorgaben auf die nationale Ebene quasi übersetzt werden oder kontextualisiert werden, wie können diese internationalen Vorgaben national angewendet werden. Wir sind eine relativ kleine Monitoringstelle, der aus den Personalressourcen folgt dann auch die Konsequenz, man kann gar nicht alle Themen bearbeiten. Das wäre sicherlich ein wünschenswertes Anliegen, aber für uns ist notwendig, dass wir gewisse Schwerpunkte setzen. Und diese Schwerpunktsetzung erfolgt dann tatsächlich insbesondere an Themen, wo einfach aus unserer Sicht in der aktuellen Debatte, in der aktuellen Zivilgesellschaft, aber auch auf Seiten von Wissenschaft und Forschung einfach in Anführungsstrichen Lücken bestehen, die wir dann auch manchmal mit eigenen Themen füllen möchten. Darüber hinaus gibt es, ich würde sagen, gewisse Themen oder Aufgaben, die uns einfach Kraft Mandat dazu beauftragen. Ich würde jetzt schwerpunktmäßig sagen, da geht es vor allem um das Berichtverfahren vor dem UN-Kinderrechteausschuss. Das ist ein periodisches Staatenberichtsverfahren, findet alle 4,5 Jahre statt. Und in diesem periodischen Staatenberichtsverfahren, den gibt es auch für alle anderen UN-Menschenrechtsverträge, in diesem periodischen Staatenberichtsverfahren haben nationale Menschenrechtsinstitutionen, wie eben das Deutsche Institut für Menschenrechte, eine besondere Rolle, schreiben eigene Berichte. Und aktuell sind wir tatsächlich in der Situation, dass das periodische Staatenberichtsverfahren für Deutschland jetzt gerade läuft und dass wir im Laufe dieses Monats unseren Parallelbericht, also einen Bericht, in dem wir quasi dazu Stellung nehmen, inwiefern aus unserer Sicht die Gewährleistung und Verpflichtung aus der Kinderrechtskonvention in Deutschland umgesetzt sind, in diesem Monat vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf einlegen werden. Also über allem steht sicherlich das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Und ich glaube, da ist es wirklich auch sehr fair und ehrlich darauf hinzuweisen, dass dieses Thema Kinderrechte ins Grundgesetz ist, kein neues politisches Thema ist, sondern ein Thema, was der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes wirklich schon seit über 20 Jahren für Deutschland explizit stark macht und was auch in der Zivilgesellschaft schon seit vielen Jahren stark gemacht wird. Und dieses Thema wird natürlich, solange es die Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz gibt, für den ganzen Gerichtszyklus wieder eine übergeordnete Rolle spielen. Darüber hinaus ist es sicherlich zu verzeichnen, dass insbesondere für Kinder, die in Deutschland Asyl suchen oder beziehungsweise deren Familien in Deutschland Asyl suchen, sich die Lebenssituation gerade auch nach 2015 wesentlich verschlechtert hat. Wir stellen hier insgesamt fest, dass es im migrationspolitischen Bereich Maßnahmen gibt, die die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls eigentlich in fast keiner Art und Weise mehr berücksichtigen, auf jeden Fall nicht mehr vorrangig berücksichtigen. Das ist eine Tendenz, die zuletzt auch gerade durch das geordnete Rückkehrgesetz, durch das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz ziemlich stark forciert wurde. Als zwei, drei weitere sehr, sehr maßgebliche, grundsätzliche Themen, die auch immer ja, zeitlose, übergeordnete Themen sind, würde ich vor allem das Thema Kinderarmut in Deutschland benennen. Auch das ist ein Thema, was vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes seit Jahrzehnten gerügt wird. Und seitdem hat es immer noch nicht die erforderlichen kinderrechtebasierten Paradigmenwechsel gewesen. Und das Thema inklusive Bildung. Auch da sind wir in Deutschland noch in einem Bereich, wo man ganz klar sagen muss, also das, was international vorgegeben ist oder die Vorstellung von Schule, die UN-Kinderrechtskonvention, aber auch die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, dass diesen Vorstellungen in Deutschland aktuell nicht einmal im Ansatz entsprochen wird. Also ich glaube, ganz wesentlich ist tatsächlich natürlich, dass Kinder ihre Rechte lernen und dass Kinder natürlich auch die Achtung vor den Rechten anderer Menschen lernen. Und da ist man dann natürlich ganz stark im Bereich der Menschenrechtsbildung. Menschenrechtsbildung muss im Schulunterricht einfach einen viel, viel größeren Rahmen einnehmen können und zwar wirklich in verpflichtender Art und Weise. Darüber hinaus würde ich sagen, dass im kinderrechtlichen Kontext man sich natürlich vor Augen halten muss, dass alle kinderrechtlichen Themen eigentlich einen ganz starken Sachbezug zum Thema Beschwerde haben. Denn immer dann, wenn Kinderrechte nicht gewährleistet werden, dann steht ja eben die Frage im Raum, was kann man dagegen tun? Wie kann man sich dagegen wehren? Dazu muss man gar nicht in der Lage sein, das normativ irgendwie einordnen zu können, dass man irgendwie auch weiß, ich habe ein Recht auf Schutz vor Gewalt und dieses Recht steht in Artikel XY. Denn eigentlich haben die meisten Kinder ein intuitives Gefühl davon, was Recht ist oder was
Unrecht ist. Und dann beim Thema Beschwerdemechanismen geht es dann eben um die Möglichkeit, dass es niedrigschwellig, also tatsächlich auf die Lebenswirklichkeit von Kindern ausgerichtet, die Möglichkeit geben muss, gegen dieses als Unrecht empfundene, Maßnahmen in Beschwerdewegen vorgehen zu können. Und ich denke, da ist die Schule tatsächlich noch ein Sektor, in dem im Hinblick auf Beschwerdemechanismen einfach sehr viel passieren muss. Das dürfen eigentlich keine rein freiwilligen Beschwerdemechanismen sein. Da muss es staatliche Vorgaben für Beschwerdemechanismen geben. Da müssen bestehende Beschwerdemechanismen ausgebaut werden oder eben auf ganz grundsätzlicher Ebene Beschwerdemechanismen als gesetzlichen Anspruch normiert werden.